Hallo und herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Augsburg. Ja, wir haben 1-1 gegen Darmstadt gespielt, eher unbefriedigend für uns. War eher schlecht, muss man einfach mal ganz klar sagen. Und jetzt im Stadion Olympic gegen den SSC Neapel. Also wir sind dabei letzter wegen der Tordifferenz. Neapel ein Punkt, wir haben einen Punkt. Kopenhagen 2 und Fenerbahce 6. Also uns hilft eigentlich nur ein Sieg. Aber gegen Neapel, da wäre ich auch mit einem Unentschieden zufrieden. Problem ist halt, dass wir gegen Fenerbahce verloren haben und vor allem, dass wir gegen Kopenhagen nicht gewonnen haben. Also mit einem Unentschieden könnte man leben, ja, weil wir dann immer noch die Möglichkeiten auf jeden Fall haben, weiterzukommen. Eine Niederlage, dann haben wir ein Riesenproblem. Ja, dann haben wir wirklich ein Riesenproblem, weil für den dritten Platz gibt es in der Gruppe nichts. Ja. Und deswegen liegt der Fokus jetzt voll auf dieser Partie. Das ist die erste richtungsweisende Partie, ja. Und das ist ja auch dann die Hälfte der Gruppenphase um. Von daher ist es extrem wichtig. Und ja, wir müssen das Ding am besten gewinnen. Aber das wird extrem schwierig. Ich will nicht von dieser Aufstellung, wo ihr jetzt hier seht, nicht so viel verändern. Nur Kajubi raus, weil der gefällt mir überhaupt nicht. Der reißt gar nichts. Deswegen kommt der Tobias Werner rein. Und Bolli würde ich ganz gerne spielen lassen, weil er erstmal nicht so in Form ist, wie ich mir das vorstelle. Und so probieren wir es jetzt einfach mal. Es ist trotzdem weiterhin offensiv. Ja, weil wir müssen ja irgendwo gewinnen. Aber Neapel. Wir. Von daher, boah. Also, ich bin nicht so optimistisch, aber ich hoffe. Also, ein Sieg, das wäre ja ein Traum. Aber, ja, wie gesagt, das wird extrem schwierig. Wäre aber halt echt eine schöne Sache. Unentschieden würde uns nicht so viel bringen. Neapel aber auch nicht, das ist klar. Im Stadion Olympic in Italien. Also es wird richtig schwierig. Vor allem, wenn wir von Neapel sehen. Da wird es dann wahrscheinlich nicht einfacher werden. Wir gucken mal rein, der SSC Neapel. Mit Mertens, mit Higuain. Sehe ich da Mertens, Higuain, Hamšík. Rainer im Tor. Das ist. Ich weiß nicht. Ich habe da echt ein bisschen Sorge. Und ich weiß auch nicht, sollen wir auf Ausgeglichenes gehen? Sollen wir auf Offensiv gehen? Also Offensiv schließe ich ja tatsächlich eher aus. Oder gehen wir doch erstmal auf Defensiv und warten ab? Ich glaube, wir probieren es mit Defensiv. Ja, wir probieren es mit Defensiv. Nicht zu viel riskieren. Lieber mal abwarten, wie Neapel so drauf ist. Kann ja auch sein, ich meine, die haben ja auch erst einen Punkt geholt. Kann ja auch sein, dass wir gegen die schon unsere Chance haben. Jetzt ist es auf sehr defensiv runter. Was ist denn da los schon wieder? So, defensiv. Und ich hoffe, dabei bleibt es jetzt auch mal. Staphylidis. Mein Gott, der ist, Entschuldigung, aber der ist ja extrem schlecht auf FIFA 16. Zumindest bei uns aktuell. Das ist ja kaum zu glauben. Der reißt nichts. Ja. Na gut, aber er kriegt halt heute nochmal die Chance. Warum auch immer. Wir haben auch keine Aufstellung, mit der wir mal so 5, 6 Spiele. Oh, gute Chance. Mal hintereinander spielen, wir rotieren immer durch. Aber ich will halt jeden mal zu Einsatz bringen. So. Eckball. Mertens. Bringt die Flanke rein. Oh, die kommt weit, aber die geht vorbei nach 6 Minuten. Bleibt beim 0 zu 0. Das war mal nix. Wir kriegen unseren Einwurf. Und können jetzt vielleicht mal angreifen. Und werden da, ja, einfach der Ball abgenommen. Allen. Wo kommt? Ah, den muss Hitz rausfangen. Ja, der ja angeblich sich nicht integriert fühlt, obwohl er so eine extrem wichtige Stütze ist für uns, weil er uns schon so oft in der Partie gehalten hat. So, Bolli. Und wir wissen alle, dass er extrem schnell ist. Und wenn wir jetzt durchstecken, und das ist Trochowski, der hat Erfahrung in der Euroleague. Trochowski! 0 zu 1! Ist das verdammt wichtig. Und obwohl wir ja eher defensiv stehen wollten, trotz der offensiven Aufstellung, sage ich mal, ist das wichtig. Bolli, der sich hier durchtankt und dann war es Mattausch, weiß ich ganz genau, oder Chor. Naja, eigentlich auch egal. Und Trochowski, ja, Rainer, ja, das war auch ein bisschen Glück, dass der reingeht. 11. Spielminute. Wir führen mit 0 zu 1 in Neapel. Aber Hauptsache daheim gegen Darmstadt noch 1 zu 1 spielen. Mein Gott, aber weiter konzentrieren. Das kann hier auch schnell wieder in die Hose gehen. Calidrini, oh mein Gott, das ist Hits. Und das ist unglaublich, der Mann.
wie oft der uns mit Weltklasse-Paraden ja in den Spielen hält. Das geht unter keine Kuhhaut, der geht vorbei, wir kriegen einen Abschlag. 15 Minuten, also ne, abgesetzt uns unter Druck. Das war halt jetzt einfach einmal dieser eine gute Konter. Und den haben wir, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Saison wirklich mal richtig gut zu Ende gespielt. Ja, und das wurde dann auch mit dem Erfolg gekrönt. Verhaag, was macht er denn da? So, Chor. Also, Chor war es, der die Vorlage da gegeben hat. Für Trochowski. Daniel Bayer macht das gut mit der Drehung. Tobi Werner. Toll. Zweikämpfe, das ist nicht unseres. Ja, das muss man mal sagen. Mertens. Ja, diese Freistöße, wo sie immer. Das ist so kleinlich, das ist so kleinlich. So, nächster Ball aufs Tor. So, und jetzt können wir mal wieder kontern. Spielen wir es wieder so gut zu Ende. Trochowski, gut auf Bolli. Matisse, Bolli. Wohin? Tobias Werner. Sensationell gut mitgenommen. Und das ist kein Freistoß. Der drückt uns doch auch weg. Bei uns pfeift. Das ist. Ich verstehe es nicht. So, und jetzt versucht es eine Appe mit einem guten Seitenwechsel. Mertens. So, Verhaag muss den Raum so ein bisschen zumachen. Ja, jetzt kommt dann mal einer aus der Abwehrkette raus und das war ein dicker Fehler. Das war ein dicker Fehler und die nächste Großchance. Also außer dieses Tor hat man keine Chancen, weil uns da Neapel richtig unter Druck setzt. Und zwar gewaltig. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Staphylidis, wenn er den Pass mal anbringt und der passt. Wo spielt der hin? Ich will ihn steil schicken, den Mitspieler, und er kriegt es einfach nicht hin. Hamšík. Ja, guter Doppelpass hier. Gabbiadini, Flanke kommt und Ho passt auf. Wunderbar. So, jetzt Bayer. Tobi Werner, aber da läuft sich keiner frei. So, jetzt mal. Vielleicht über Bolli. Schnell ist er, schnell ist er. So, komm, komm. Ja. Ja, wenn du dann natürlich kein Glück hast, dass der Ball irgendwie zu dir springt, dann ist schwierig. Maggio. Wir müssen besser in die Zweikämpfe kommen. Albiol. Ah, schade, dass den Matthäus da nicht abfangen kann. Ja, sehr gut. Matthäus. Komm, zieh an. Ja, nee. Reiner. Mit dem Ball nach vorne. So, irgendwie das 1-0 in die Halbzeit bringen. Das wäre ganz wichtig. Und weiterhin auf Konterlaune. Ich denke, dass das hier ganz ziemlich gut zum Erfolg führen kann. Tobias Werner. Och, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Gonzalo Higuaín, den haben wir bisher gut aus dem Spiel gehalten. So, jetzt mal über Gabbiadini. Komm, Staphylidis, Mensch, zieh doch mal an. Das gibt's doch nicht. Und Hits. Und jetzt ein Konter. Wenn's schnell geht, so raus geht der Torschütze. Jetzt kriegen wir doch, wir kriegen wieder keinen Freistoß. Wir kriegen wieder keinen Freistoß. Komm, yeah. Oh, wieder nicht. Wieder bekommen wir den Ball da nicht. Oh, vorne. Alan, Vorsicht jetzt. Nicht noch so ein dummes Gegentor vor der Halbzeit. Nee. Nee, Freunde. Oh, Hitz, das ist unfassbar, was der für Reflexe und Paraden raushaut. Hätten wir den nicht. Hätten wir den nicht, dann würde es so anders ausschauen. Langer Ball, auch der geht wieder durch. Und dann ist Halbzeit. Gott sei Dank, erstmal durchatmen. Wir führen mit 0 zu 1. Zur Halbzeit in Neapel durch das Tor von Trochowski. Wie steht es in der anderen Partie, wenn ich sie hier finde? Hier, Fenerbahce führt 2-0 gegen Kopenhagen, ja. Aber, Freunde, aktuell wären wir auf Platz 2 wieder. Boah, das wäre so wichtig. So, wollen wir irgendwas wechseln? Eigentlich nicht. Eigentlich gefällt mir das bisher richtig, richtig gut, was wir da zusammenspielen. Von daher, komm, lassen wir die Aufstellung erstmal so. Und wir bleiben, ja, weiter defensiv. Aber Neapel mit viel mehr Chancen als wir. Muss man mal sagen. Komm, jetzt einer dazwischen. Gut.
Oh, und dann wieder so ein dummer individueller Fehler. Der Schuss war nix. Und dann hat ihn jetzt. Oh, Verhaag, lass ihn doch einfach durch. Lass ihn doch einfach durch auf Bolli. Und das ist auch wieder kein Foul. Ja, und wir kriegen es immer gegen uns gepfiffen. Das verstehe ich nicht. So, jetzt. Das war gut gespielt. Matau, spiel ihn doch zurück auf Bolli, da wo ich ihn hinhaben will. Meine Güte. Hamschick. Higuain. Gut, gut von Klammern. So, jetzt macht er mal einen Ausflug in den Verteidiger. Matthäus. Jetzt muss er auf Werner warten. Ja, das hat gut funktioniert. Und dann verlieren wir wieder den Ball. Oh, und Störni nochmal hier. Den Maggio. Oder Maggio. Oder wie auch immer. Hamschick. Da, der ist oft am Ball. Bei Neapel. Komm, Drachowski. Komm. Ja, aber solange wir die so von unserem eigenen Kasten fernhalten, beschwere ich mich nicht. Und bin damit eigentlich vollkommen zufrieden. Mertens. Komm, jetzt die Grätsche. Nein. Immer noch Mertens. Und wieder die Grätsche vorbei. Und Hoog kommt auf Außen. Ball in den Rückraum. Und Werner. Gut, erstmal befreien. Ja. Alles klar. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Hitz. Nachschuss. Komm. Oh. Hätten wir den Jungen. Nicht zu früh loben. Hätten wir den nicht, dann würde er hier. Oh, Vorsicht jetzt. Ich mache zu viele individuelle Fehler. Oh. Zittern wir. Komm jetzt mal den Ball hier raus. Also Hitz, das ist. Der darf nicht gehen. Warum fühlt denn der sich nicht integriert? Der ist doch schon länger in Augsburg. Ferg. Chor. Mal Tausch. Auf Bolli. Eckball, wunderbar. Eckball, da beschweren wir uns nicht drüber. Neapel wechselt. Interessiert uns jetzt aber erstmal weniger. Ja, sind noch nicht so viele im 16, aber vielleicht kommt da irgendjemand an den Kopf hin. Ja, der ist nicht schlecht. Aber dann auch eher ungefährlich. Ball kommt nochmal in die Mitte, aber kommen wir nicht hin. Kloppen den Ball da erstmal raus und wir können wieder in Ruhe das Spiel aufbauen. So, jetzt hat sich da mal rechts so eine kleine Lücke getan. Und jetzt, Bolli. Ah, ja, durchsetzen muss er sich halt schon auch. Und dann kann er erst seine Schnelligkeit überhaupt zu einem positiven Effekt bringen. 19 Minuten noch durchhalten. Mann, wäre das wichtig. Und überraschend muss man sagen. Oh, Werner kloppt ihm da voll in die Beine. So, jetzt warten wir erstmal, ob es da eine rote Karte gibt. Da hinten ist es passiert. Aber es gibt Vorteil. Gut, dann können wir wechseln. Weil dann gibt es auch keine rote. Und wir bringen mal Altintop für den Torschützen Drachowski. Und dann würde ich sogar defensiver gehen. Schuster bringen für Bayer, weil Bayer, glaube ich, geht mehr offensiv, oder? Oh, ich weiß gar nicht so genau. Und wir bringen Rieder für Chor und stellen jetzt sogar auf eine Fünferkette. Komm, wir stellen jetzt einfach auf eine Fünferkette. So. So machen wir das. Und dann stellen wir natürlich Stafelidis auf links, Rieder in die Mitte. Klavan Ho in die Mitte, rechts verhakt. Dann Schuster. Ja, Altintop. Ich. Halt, hallo. So. So würde ich es. Jein. Das ist jetzt schwierig. Komm, wir stellen Bolli in den Sturm. Mit Mattausch. Werner dann hier. Genau. So gehen wir jetzt nochmal rein in diese letzten 18. Was ist denn jetzt los? Jetzt war ich auf der Torhüter, Kamera. Mertens. Fuck. Komm. Richtig stark. Was ist jetzt? Kriegen wir einen Freistoß, oder? Ja, jetzt gibt es noch die nachträgliche gelbe für Werner. Und dann, glaube ich, kriegen wir hier einen Freistoß. Wenn mich nicht alles irrt. Hoffe ich nicht, dass es. Ja. Oh, Gott sei Dank. Viertelstunde noch. Ho. Fuck. Jetzt, komm. Gas, du hast Platz. Oh, du hast massig Platz. Und er hat sogar noch Puste, fuck. Ganz rechts. Oh, die waren nicht so toll. Und Mattausch. Ja, wird dann geblockt. Und dann kriegen wir einen Einwurf. Das ist Zeit. Und wir sind nur noch 12 Minuten. Komm, das müssen wir doch auch noch rumkriegen. Das müssen wir doch jetzt hier auch einfach nur noch rumkriegen. Schön gespielt. Stafelidis. Oder jetzt die Entscheidung mit einem 2 zu 0. Gut rumgedreht. Mattausch. Oh, wenn er reingeht. Verdammt. Komm, Rieder.
Oh, verdammt. Habe ich den Nines auskullern lassen? Na? Ah, richtig stark von Staphylidis. Das war jetzt mal eine gute Aktion von ihm. Und jetzt können wir kontern, weil Neapel mit Sicherheit etwas offener steht. Komm, Schuster, du hast doch noch Boostel. Schuster in seinem ersten Europa League-Spiel. Nicht mit der Entscheidung. Nicht mit der Entscheidung. Das darf doch. Oh, gut. Wichtig. Oh, geblockt. Ah, wir kriegen Handfreistoß. Wunderbar. 3 Minuten noch. Probieren wir den direkt, aber ich glaube, da haben wir keinen dafür. Oder Altintop vielleicht. Warum nicht? Warum nicht? Wird eh nicht reingehen. So, und jetzt hinten sortieren. Wir sind, ich sehe es hier unten ein bisschen offen, aber ho. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben kein Glück. Rieder. Ho, kein Foul. Nee, nee. Ball gespielt und dann geben wir ihn wieder her. Aber Rieder. Nur auf jeden Fall. Komm, Altintop, komm. Flanke rein. Aufgepasst. Wunder. Was ist jetzt? Freistoß. Okay, komm. Den kloppen wir einfach vor und dann hoffen wir, dass er abpfeift. Komm. Pfeift das Ding ab. Ball ist erstmal wieder weg. So, wenn er ihn jetzt abschlägt, dann könnte es doch. Hallo? Jawohl! Der erste Europa League-Sieg in der Augsburger Vereinsgeschichte. Und das ist so enorm wichtig. Wir gewinnen. Achtung, in Neapel. 1:0 durch ein Tor von Drachowski. Wahnsinn. Wahnsinn ist das wichtig. Das ist so befreiend. Und man sieht es, ja, ich denke, ein Unentschieden wäre da schon mehr in Ordnung gegangen. Aber, ach, das kann uns doch so egal sein. Fenerbahce gewinnt gegen Kopenhagen mit 4:0. Die sind ja jetzt schon so gut wie weiter. Meine Güte, ist das wichtig. Wir gucken mal in die Europa League-Tabelle. Das interessiert mich jetzt dann doch. Gruppe B, Schalke, wie geht's denen? Oh, die sind gut gestartet. So, wir sind Gruppenzweiter auf einmal. Neapel 1 Punkt, letzter, dann Kopenhagen 2 Punkte, Augsburg 4 Punkte und Fenerbahce schon mit 9 Punkten. So, die brauchen noch einen Sieg, dann sind sie weg. Und wir spielen als nächstes nochmal gegen Neapel. Da wäre ich dann mit einem Punkt zufrieden. Wir haben den Sieg geholt, das war enorm wichtig. Es sieht wieder besser aus. Ja, und jetzt können wir getrost und mit Selbstvertrauen in das nächste schwere Spiel gegen Dortmund gehen. Gibt es irgendwelche neuen News? Nö, soweit nicht. Aber wir können, wie gesagt, gestärkt in das Spiel gegen Dortmund gehen. Denn das wird nicht unbedingt einfacher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob heim oder auswärts. Auch in Dortmund. Ja, natürlich in Dortmund. Wir gucken in die Tabelle. Wir sind 13. mit 9 Spielen. Bremen hat gleich 2 mehr wie wir. So, wir könnten mit einem Sieg 13 Punkte. Ja. Könnten wir rein theoretisch, weil wir auch Dortmund schlagen würden, könnten wir auf Platz 8 rutschen. Aber auch gegen Dortmund wäre ich dann in Dortmund auf jeden Fall wieder mit einem Punkt zufrieden. Da ein Unentschieden. Dann wäre ich wirklich entspannt. Von hinten hat uns jetzt nicht wirklich jemand überholt. Von daher, unentschieden in Dortmund, da wäre ich super zufrieden damit. Darüber würde ich mich doch dann mal wirklich nicht beschweren. So, Pressekonferenz vor Dortmund. Wir loben unsere Jungs für das starke Spiel. Zuletzt gegen Neapel. So, hier haben wir Oliver Lehmann. Komm, den lassen wir doch mal trainieren. Der hat ein 94er Potenzial aktuell. Ah, jetzt können wir nicht trainieren. So, dann halt nicht. Dann halt erst im nächsten Part. Energie ist Schlüssel zum Erfolg. Wunderbar. So, Sieg gegen Neapel. Legen wir gegen Dortmund nach. Ein Punkt wäre auch in Ordnung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Domis FIFA.